Hallo Lena, hier willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr gerade auf diesem Video geklickt habt. Es geht um Locken ohne Hitze. Und zwar hier sind sie, habe ich heute Nacht gemacht. Aber ich dachte, die Spannung bleibt ein bisschen. Aber ihr habt es ja schon im Thumbnail gesehen, halt, wie das Ergebnis ist. Aber ja, auf jeden Fall ist das Video in Zusammenarbeit mit der lieben Chrissy bei Harmonic Beauty. Eine sehr liebe Kollegin und Freundin. Wir haben auch privat sehr viel Kontakt und ich freue mich total, dass wir dieses Thema zusammen machen können. Also schaut unbedingt bei ihr vorbei. Sie hat übrigens ganz tolle Haare und ich bin super gespannt, wie das Ergebnis bei ihr ist. Also ich denke, sie kann da richtig tolle Locken aus ihren Haaren zaubern. Was ich gemacht habe, ist eventuell ein Klassiker, aber ich dachte, ich sage es trotzdem. Ich würde sagen, es passt bei langen Haaren und mittellangen Haaren. Und zwar nennt sich das wohl in Fachsprache Robe Curls, und zwar mit einem Gürtel von einem Bademantel im Grunde kann man dann verwenden. Mir ist, also je nachdem wie breit der Gürtel ist, klar, oder wie dick, aber ich finde dieser jetzt recht schmal oder dünn und von daher mache ich das dann praktisch immer doppelt, damit es was Ordentliches wird praktisch, damit die Locken nicht ganz so klein sind. Das ist mir wichtig. Das Geniale dabei ist, dass man wirklich dieses Teil hier braucht und keine 20, 30 Lockenwicklern oder sowas, sondern wirklich nur dieses Ding hier, und es geht ruckzuck, also viel, viel schneller als bei Lockenwicklern, würde ich sagen. Und ja, zeige ich gleich natürlich. Bevor ich zeige, wie ich das immer mache, zeige ich hier erstmal ein ganz tolles Produkt, was ich jetzt hier bei mir habe. Und ich verwende das seit gut einem Monat, würde ich sagen, und ich bin total begeistert. Das ist von der Marke Amalina. Das ist Naturkosmetik, und zwar in Salonqualität. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist ganz selten, würde ich sagen. Ich meine, es gibt sehr viel in Drogeriequalität, aber das hier, also das ist eine Friseurmeisterin, die ihre eigenen Produkte entwickelt hat. Und ja, also sie hat natürlich Ansprüche und also eine ganz tolle Qualität, und ihr habt mir tatsächlich auch in der letzten Zeit gesagt, dass, oder geschrieben, dass ich ja, meine Haare besonders gut aussehen, und das ist wirklich dank diesem Produkt unter anderem. Ich habe noch ein Produkt hier, aber das hier ist ein Conditioner, also eine Art Spülung. Ich habe hier für kräftiges und oder behandeltes Haar. Das trifft bei mir zu auf jeden Fall. Dann gibt es auch für feines Haar und behandelt, wenn es behandelt ist. Oder wenn es nicht behandelt ist, kann man das natürlich auch verwenden. Ne? Aber man hat ja besondere Bedürfnisse praktisch, ne, wenn die Haare behandelt sind, das ist ganz klar. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, die Haare glänzen viel, viel mehr, als ich das überhaupt kenne bei meinen Haaren. Und bekämpft Frizz, also es ist wirklich toll. Aber das ist also eine Spülung, ne? Man kann es nicht mit einer Haarkur vergleichen, würde ich nicht, so wie ich das sehe, sondern also Haarkur brauche ich sowieso, das geht mir so in die Tiefe. Das hier ist ja eher was Oberflächliches, was auch total nötig ist, ne? Damit es leichter zu kämmen ist und so weiter. Und ich habe es die letzte Zeit tatsächlich wie eine normale Spülung verwendet, also nach dem Waschen, wenn die Haare noch relativ nass sind, also Handtuch nass quasi, also schon so ein bisschen mit dem Handtuch getrocknet, und dann praktisch den Conditioner drauf und dann sofort aufspülen. Und das ist so ein tolles Gefühl, muss ich sagen, mit den Haaren. Also ja, ich finde, die Preise sind auch ganz okay. Natürlich keine Drogeriepreise, aber so wie es ist mit Salonprodukten praktisch, ne? Also man muss ein bisschen mehr bezahlen, aber die Qualität ist auch dementsprechend, muss ich sagen. Aber zurück zum Hauptthema jetzt, Locken ohne Hitze. Und zwar finde ich, es ist einfach ganz toll, dass man manchmal die Haare einfach so ein bisschen schont und nicht ständig mit Hitze und Föhnen und Lockenstab. Also ich mache das abwechselnd, muss ich sagen. Also wenn ich merke, dass meine Haare total trocken sind und irgendwie beschädigt sind, dann mache ich eine Weile wirklich nur Locken ohne Hitze. Und ja, ich wasche mir abends dann die Haare oder lasse die Haare dann trocken, lufttrocknen, praktisch abends vor dem Fernseher, damit sie, wenn ich dann ins Bett gehe, dass sie dann ja im Grunde fast trocken sind. Also die haben so ein bisschen Restfeuchtigkeit, und dann finde ich einfach, dass die Locken am meisten irgendwie Definition bekommen oder dass sie länger halten. Und ich lege einfach diesen Gürtel oben drauf auf den Kopf und lasse die Enden so runterhängen, und dann nehme ich dann Strähne für Strähne und wickle sie dann um diesen Gürtel herum. Ich fange dann hier praktisch hier vorne an, eine Strähne, und dann die nächste. Ja, ich versuche am Anfang hier oben praktisch die hier hinten dann sofort mitzunehmen, damit die dann praktisch auch sofort gelockt werden, weil wenn man praktisch die zum Schluss nimmt, dann ist man schon hier unten und dann kriegen sie praktisch nur
ja, nur am Ende praktisch eine kleine Locke. Von daher ziemlich sofort von hinten Haare nehmen. Und dann, wenn ich mit der einen Seite fertig bin, dann ist immer die Frage, was mache ich damit? Also man kann es nicht so lassen, weil dann dreht es sich wieder auf, sondern man muss es irgendwie befestigen. Entweder dreht man praktisch so einen kleinen Kringel so und macht das so und stecke das fest mit Haarnadeln. Ich finde, es ist etwas unbequem, damit zu schlafen, muss ich sagen. Deswegen, ja, tue ich einfach das ganze Ding hier hoch und befestige das dann so. Und so kann ich wirklich gut schlafen. Das stört dann wirklich hier gar nichts, muss ich sagen. Das ist so meine Methode. Und dann geht es halt mit der nächsten Seite los. Und dann wieder nach oben und befestigen. Und dann ist es dann im Grunde fertig. Dann schläft man dann eine Nacht darauf. Und morgens sind die Haare trocken und man hat wirklich wunderschöne Locken. Ich muss dabei sagen, am ersten Tag sieht das echt so ein bisschen too much aus, meiner Meinung nach. Also sehr übertrieben, also wirklich so richtig perfekte Engelslocken, würde ich sagen. Also das ist nicht unbedingt mein Stil, aber ich muss sagen, am zweiten Tag, finde ich, hat sich alles so ein bisschen rausgehängt und man hat ein paar Mal durchgekämmt und dann muss ich sagen, sieht das wirklich total natürlich aus. Man hat dann wirklich schöne, natürliche Wellen irgendwie. Ne? Und ja, ich finde, das ist wirklich eine ganz tolle Methode. Und vor dem Drumherumwickeln quasi verwende ich mittlerweile echt nur dieses Gel hier, Styling Gel. Das ist auch von Amalina. Ganz, ganz toll. Das ist also nicht so ein Gel, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass es irgendwie entweder so Wet Look wird oder halt richtig, richtig steif, sondern es ist einfach nur zum, ja, Definition geben und also wirklich sehr sanft, aber ja, ganz, ganz toll, pflegt auch wunderbar dabei. Und das steht hier für eine schwerelose Definition und das kann ich echt ja, bestätigen und intensive Pflege. Und ich habe für kräftiges, lockiges Haar, aber es gibt da verschiedene Varianten. Und wenn man sich für Curly Girl zum Beispiel interessiert, und sowas ausübt, dann kann ich das auch empfehlen. Das habe ich auch einmal probiert. Ich bin ja nicht der Curly Girl Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich das auch nie hier gezeigt auf dem Kanal. Aber viele schwören ja darauf. Ich kriege einfach keine schönen Locken dabei. Ich habe keine schönen Locken, deswegen mache ich ja sowas, damit wirklich die Locken schön kontrolliert werden und wirklich schön regelmäßig werden. Aber wenn man wirklich sich dafür interessiert, dann kann man das, wie man das oft so macht, wirklich in sehr nassen Haaren praktisch reintun und dann praktisch quetschen. Und ja, ihr wisst ja, das Prinzip sicherlich, ne? Dafür eignet sich das auch. Aber sonst einfach in nassen Haaren oder in trockenen Haaren kann man also wirklich sehr gut mit stylen, muss ich sagen. Und wie gesagt, Naturkosmetik. Also ich denke, die Gründerin hat da wirklich eine Marktlücke gesehen. Also meine Friseurin sagte, als ich letztes Mal bei ihr war auch, ne, sie sagte, mein Gott, wir verwenden ja so viel Chemie im Friseursalon, ne? Und sie ist mittlerweile auch sehr bewusst geworden, ne? Und von daher, ich denke, das ist wirklich die Zukunft, ne? Wenn ihr Interesse habt, ich verlinke natürlich die Internetseite unten, ja, tolle Sachen. Ja, und zwar die Stunde der Wahrheit, ne? Also jetzt habe ich sie eine Weile zusammengesteckt gehabt. Und das mache ich manchmal auch, damit sich alles ein bisschen beruhigt, sagen wir mal. Aber das ist jetzt am Tag danach praktisch. Die Locken sind relativ frisch. So, da sieht man, denke ich, auch wirklich sehr gut ja, definierte Locken. Da kann man natürlich ein bisschen, mache ich dann ab und zu halt so ein bisschen ja, nachbearbeiten halt mit dem Styling Gel. Und ein bisschen Haarspray oder sowas. Und ja, dann fühle ich mich wirklich richtig wohl. Am allerwohlsten, wie gesagt, 2 Tage danach, also sprich dann morgen für mich. Und vielleicht blende ich hier ein Foto ein, wie es praktisch am Tag danach aussieht. Je nachdem, wann ich das Video jetzt ja, schneide und so weiter, wie ich das zeitlich hinbekomme. Aber man hat nicht den Friss und seht ihr irgendwie, wie das wirklich so glänzt? Das kennt man bei mir gar nicht. Ne? Ich wusste nicht, dass ich glänzende Haare haben kann, aber es kommt alles von den Produkten. Also ich bin da wirklich begeistert. Falls ihr neu auf dem Kanal seid und das Video eventuell durch Krise jetzt entdeckt habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ich denke, unsere Kanäle haben sehr viel gemeinsam. Ich mache auch ein bisschen Haarpflege, aber ich würde sagen hauptsächlich Hautpflege und Make-up für reife Haut. Ich verlinke Krises Video unten natürlich und ich bin mega gespannt, was sie kreiert hat. Man kann ja nie genug Vorschläge bekommen, wenn es um Haarstyling geht. Besonders schonendes Haarstyling, würde ich sagen. Locken ohne Hitze eben. Ja, vielen Dank fürs
Zuschauen und hoffentlich bis bald. Macht's gut. Tschüss.